was ganz Neues heute da. Das heißt, kann ich beten daheim. Aber wenn ihr schon mal alle da seid, dann kann ich euch gleich das Neueste erzählen. Ich habe einen neuen Job. Ja, wirklich. Sehr einen tollen Job. Angefangen hat es damit, dass ich zum Arbeitsamt gegangen bin. Sehr. Da waren alle Rassen vertreten. Das reinste Komplikationszentrum. Und wie ich da so noch 2 bis 5 Stunden dran gekommen bin, sagt in Zimmer der Krawattenheini zu mir: Sie wünschen bitte? Habe ich gesagt: Ich suche Arbeit. Sieh, der schaut mich von oben bis unten an. Dann sagt er mit so einer komischen Stimme: So, so, Sie suchen Arbeit. Sieh, aber dann bin ich wild geworden. Habe ich gesagt: Ja, glauben Sie, dass ich da stundenlang draußen war, damit ich mit einer da herin der Karten spielen kann? Sieh, das hätte ich besten nicht sagen sollen, weil der war beleidigt. Hat er gesagt: Was können Sie? Ich habe gesagt: Alles. Hat er gesagt: Können Sie auch beim Finanzamt arbeiten? Nein, habe ich gesagt, dort möchte ich nicht schaffen. Und dann hat er mit so einer komischen Stimme gesagt: Können Sie auch arbeiten, wenn Sie Publikumsverkehr haben? Sie, da bin ich da glatt rot geworden. Da habe ich mir es nicht verkneifen können, habe ich gesagt: Ich habe gar nicht gewusst, dass man deinen Job auch schon beim Arbeitsamt vermittelt kriegt. Sieh, jetzt war der schon wieder beleidigt. Und ich denke, das hätte ich nicht sagen sollen, weil dafür hat er mir deinen Job als Magd auf der Alm antrat. Nichts Verkehrtes, weil mit Rindviecher kann ich umgehen. Sieh, die schöne Almhütten, die frische Luft, die vielen Sommergäste, die vielen Rindviecher. Aber ich habe die Leute bedient. Nein, nicht so wie es alles glaubt. Ich habe ihnen Essen und Trinken serviert. Aber was man da alles mitmacht, nein. Am ersten Tag ist gleich der Herr gekommen, hat er gesagt: Warte, Marcelle, bönen Sie auf Französisch? Habe ich gesagt: Ja, aber mit der Sprache hapert es halt noch ein. Und dann kommt jetzt ein Fräulein, der Herr sagt: Fräulein, haben Sie hier oben auch Schweine? Sag ich: Normalerweise nicht, aber wenn ich mir Ihren Platz da so anschaue, könnte man es fast machen. Ja, und dann ist der Bauer gekommen. Hat er gesagt: Zenzi, kannst du melken? Nein. Gut, hat er gesagt, dann sage ich dir das. Holt er so ein Rindviech, stellt es da her und sagt: Das ist die Kuh, die gemolken werden muss. Mhm. Sieh, der Bauer hat einen Sprachfehler gehabt. Weil das war nämlich keine Sie-Kuh, das war eine Er-Kuh. Das hätte heißen müssen: Der Kuh. Ja, wirklich. Das könnt ihr mir glauben, ich bin ja aufgeklärt. Weil mein Enkel damals hat das gleiche Ding gehabt wie der Kuh. Aber nur der Kuh hat gleich 4 Stück davon gehabt. Stellt euch das mal vor. Und dann hat der Bauer angefangen zu melken. Seht, ich muss euch das zeigen, ehrlich. Ich brauche jetzt einen vom Publikum. Also, du bist jetzt der Herr Kuh. Wie passiert nichts, ehrlich. Der Herr Kuh steht nämlich auf alle Vieren. Also oben auf alle Vieren. Das ist aber nicht niedrig. Ich hab's recht, ich brauche 4 Sessel für jeden Haxen.
So, ja, aber ob ich auf alle Vieren, weil der Herr Kuh steht auf alle Vieren. Und da hast du schon mal eine Kuh auf zwei Haxen gesehen, obwohl. Die Höhe stimmt. Aber jetzt muss ich noch feststellen, wo vorn und hinten ist, weil hinten ist nämlich gefährlich. Man riecht. Okay, hinten ist da, also da gehört jetzt der Eimer drunter. Aber irgendwas füllen. Ja, weil ein Futter braucht der Herr Kuh, weil der ist immer am Kau und immer teuer, oder wie man das nennt. Ja, und das Wichtigste, die Kuhglocken, das darf man nicht vergessen. Der Bauer den Schemel hingestellt, hat sie draufgesetzt und hat angefangen zu melken. Sieh, irgendwie ist mir das ja bekannt vorgekommen, aber gleich mit zwei Händen und bei den Herrn Kuh hätte ich gleich vier Händen gebraucht, stellt euch das einmal vor. Aber ich habe mir das von allen Seiten angeschaut. Und dann hat der Bauer gesagt, Zenzi, möchtest du das nicht auch mal probieren? Habe ich gesagt, ja, Bauer, probieren möchte ich schon, aber aus reiner Gewohnheit darf ich den Herrn Kuh gerne auf den Rücken legen. Ja, aber dann hat er sich eine Melkmaschine angeschafft. Sieh, so was für praktisch. Ehrlich, da ist kürzlich der Knecht gekommen, der Sepp, der hat die Melkmaschine anschauen wollen. Auf einmal her ich von dem Stall eingeschreit. Zenzi Hilfe, hat immer geschrien. Ich rein aus. Hat der blöde Kerl die Maschine bei ihm ausprobiert. Hat immer gesagt, Zenzi, mach den Apparat aus. So wie Sepp, hab ich gesagt, ausmachen kann ich den Apparat nicht. Aber bei 3 Liter schaltet sie automatisch schon. Danke für deine Geduld, Kopf, vier Beine. Unsere Leute sind hoch als Zenzi.